Jetzt sind wir Linksträger. Der bei dem Turm. Du machst einen Witz. Du machst einen Witz, Lilith. Da muss ich nochmal hin. Und denn da an dem Loch oder wie oder wo? Wo wir vorhin den Brocken geholt haben? Ih, was krabbelt denn da im Wasser? Sehr eklig. Ja. Wie ein Blitztier. Ah, seht ihr, Blitztier. Wir haben den Blitzboss noch gar nicht getötet. Wir haben den Blitzboss noch gar nicht eliminiert. Da müssen wir nochmal... Ach, Moment, ich will doch nicht nochmal holen. Aber Dankeschön. Welchen Zusammenhang gibt's da? Da wäre ich nie drauf gekommen, bei dem hier Hirn dann nochmal abzubiegen. Ich habe mich völlig verlaufen. Du musst halt runter zu dem Gehirn. Wie kommt man denn da runter? Und bist du hier keine Lampe? Ist doch ein Bote. Bote, Bote, Bote. Oh, scheiß Ecke hier. Oh, da flitzt einer. Einer? Oh, du bist kein Netter, nee. Ja, das kann sie nochmal üben. Keule. Oh, noch einer. Hey. Kannst du lassen. So nicht. Ein Bleielixier. Na, kommt noch ein dritter? Ihr kommt doch immer im Dreierpack. Kommt, Jungs. Jäger der Jäger. Völlig die Orientierung verloren hier gerade. Irgendwas jault hier noch. Kommt man hier rüber? Ja, geile Idee, ne? Wissen des Verrückten. Was atmet hier so schwer? Sie haben nicht gerade Knick in der Optik, oder? Jetzt kommt. Oder? Nee. Nee. Wir gehen nochmal hoch. Wir gehen nochmal hoch. Ich möchte hier kein Item verpassen. Ihr wisst, wie ich da drauf bin. Lieber alles dreimal ablaufen. Als irgendwo was zu verpassen. Du musst wieder zu den Brocken und dann irgendwie in das Gebäude wieder rein, weil du bist dann gar nicht da, wo du denkst, wo du bist oder so, und irgendwo ist da ein Fahrstuhl, der nach unten geht. Hey. Ich bin verwirrter als vorher. Guck mal, über die Brücke, da kann man auch irgendwie rüber. Sind wir nicht von da ganz oben gekommen? Mal hier kann man doch nicht drüber, weil Brücke putt. Kann man da so mit springen und so? Nee. Wie soll man denn da hoch? Nee, das ist Käse. Kannst du doch nur von der anderen Seite dann kommen, oder? Da hinten ist auch noch irgendwie eine Höhle oder sowas. Oh, ich mag's. Heute Abend mag ich's so verwinkelt echt nicht. Eigentlich bin ich da Fan von. Aber heute Abend stehe ich irgendwie nicht drauf. Da kriege ich Kopfschmerzen von.
Liebsten würde ich jetzt hier einfach nur durchrennen. Und alles wegmetern, was mir irgendwie vor der Flinte kommt. So, da drüben sind wir schon lang gegangen. Da wusste ich ja dann schon nicht, wo es weitergeht. Und dann würde ich sagen, springen wir hier runter. Schnappen uns den guten Kollegen. Und nehmen Blutfiolen mit. Und ein Feuerblutedelstein. Noch eine Lampe. Wer hängt denn hier die ganzen Lampen auf? Ich glaube, ich möchte erstmal in die Höhle. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Danke. Der Blutsteinscherb. Ihr Schweine! Meine Fresse. Oh, es war weg. Nein, da war noch so ein Vieh. Oh, was ist denn da unten? Das sieht ja auch interessant aus, das Tierchen. Okay. Lasst uns erstmal auf die Ecke, wo wir jetzt sind, konzentrieren. Dann gehen wir die nächste Ecke lang. So, hier hinten. Nichts. Aber ist das nicht die Ecke, die wir gerade gesehen hatten? Ah, hier gibt es schon mal ein Item. Kaltblut-Blumensetzling. Schön. Was ist denn ein Blumensetzling? Mal kurz ins Inventar schauen. Nicht in den Status. Knochenschamane, Handlaterne. Während beidhändiger Waffennutzung spendet sie Licht. Das können wir tatsächlich mal auf eine Schnelltaste legen. Nee, wo ist es denn? Kaltblut-Blumensetzling. Für ein Ritual. Okay. So, die Bestientabletten. Habe ich bis heute nicht verstanden, was es ist. Nehmen wir weg. So, Handlaterne. Ja, falsche Tasse. So. Hübsch, oder? Wir leuchten. Du hast was fallen lassen. Eine Blutsteinscherbe. Will ich übersehen. Ne, den haben wir doch auch gar nicht getötet, oder? Hm. Keine Ahnung. So. Schnappen wir uns mal den da. Ja, klar. Wo kam denn der andere Stein jetzt noch her? Blitzpapier. Wo bist du denn? Da hinten! Na klar! Als wenn der so weit werfen könnte. Parole biebeln wollen die uns ja doch. Ruhe. Jawohl. Steine. Vorsicht. Gefährlicher Feinstein. Hallo? Gehen Sie weg. Bleiben Sie liegen. Okay. Die Steinewerfer sind Geschichte. Jetzt können wir uns wieder in Ruhe umschauen. Wieder den ganzen Weg hier hoch. Irgendwas jault hier schon. Ah, wartet, 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 so ein Vieh, so ein Vieh. Jawohl. Das ist jetzt, glaube ich, eine Abkürzung. Ja, ne? Hübsch. Aber ich habe das Vieh wieder nicht erwischt. So, wartet, wir sind gerade. Von wo sind wir jetzt gerade gekommen? Von hier, oder? Ja. Dann lasst uns nochmal hier drüben schauen. Da ist nämlich noch so ein Tierchen.
Aber die größeren davon, ja, mit dem ganzen Körper. Weiß nicht, ob die besser, schlimmer, schlechter sind. So, und hier kann man dann wieder runter. Bringt uns aber nichts. Wartet. Wo sind die ganzen Items? Da hinten hängt noch was runter. Und da ist die Spinne. Kann man doch sicherlich hier einmal rumgehen. Genau, und zu dem Item hier hoch. Blutvieh. Oh, warte, da ist wieder so ein Vieh. Ganz schön viele von denen hier unterwegs. Meine gut, sie bringen uns nichts mehr. Blutsteinscherben können wir uns irgendwie mit tot werfen. Und hier geht's dann nur runter. Wollen wir das schon? Eigentlich nicht. Aber an dieses Item da kommt man nicht anders ran. Verdammt. Ich war da noch nicht fertig mit umgucken. Na los. Wo ist hier noch was? Wissen des Verrückten. Da unten kommen wir sicherlich noch so ran. Da ist noch ein Steinewerfer. Dann springen wir mal noch hier runter. Da wäre man auch so rangekommen. Atemberaubende Tiefsee. Geil, danke. Schmeiß mir einen Stein auf den Kopf. Lappen. Ja, und jetzt so tun, als wenn du mich nicht siehst, oder was? Und da kommt man nicht mal hoch. Warum nicht, Spiel? Warum machst du sowas mit uns? Die atemberaubende Tiefsee. Oh, jetzt gibt's Sushi. Geil. Anschlag. Dickes Kaltblut. Oh, wartet. Da lag noch mehr. Rasendes Kaltblut. So, wo ist meine Lampe hin? Ach, die ist schon an. Ist ja wirklich nicht hell, ne? Die ist wirklich nicht, ey. Ach, hier liegt noch mehr. Nochmal dickes Goldblut. So, sind wir doch schon beim Tümpel abgebogen. Wollte ich noch gar nicht hin, aber gut. Wissen des Verrückten nehmen wir mit. Oh, und ein Giftzupf. Das ist eine Giftpumpe hier. Ah, Gift. Nein, komm. Knappe Tasse. Und Vieh, hier bleibt. Oh, gerade mal erwischt, glaube ich. Eine Blutsteinscherbe. Und Gegengift. Ah, da kam wieder der Stein geflogen. Hat uns überhaupt nicht erwischt. Komm doch mal runter hier. Komm runter und kämpf wie Mann, Oger, Vieh, was auch immer du bist. So, aber mehr scheint es ja auch nicht in dem Sumpf zu geben. Ne? Da oben ist noch ein Item und eine Höhle. Sind auch noch Items, Mist. Und dann noch durch. Und jetzt auch mit Gift. Und die langsame Vergiftung bin ich gar nicht so langsam. Noch ein Steinchenschmeißer. Einer. So, gönnen wir uns ein Gegengift oder warten wir einfach? Ich glaube, wir warten einfach. Wo sind wir denn hier jetzt? Oh! Nein, nicht ihr. Nicht ihr. Nee, hier will ich wirklich noch nicht hin. Aber da unten ist eine Lampe, oder? Das ist nur ein Item. Es ist ein bisschen viel Gebiet, finde ich gerade, zum Erkunden. Eigentlich ganz schön, aber ich bin irgendwie gerade nicht so unter Stimmung dafür. So, Jungs, was ist mit euch hier?
Guck woanders hin. So, hier wollt man noch hoch. Kaltblut Blumensetzling. Wunderschön. So, gab es hier noch etwas? Nein. Ja, und irgendwo wirft noch einer mit Stein. Irgendwo wird immer mit Steinen geschmissen. So, das haben wir. Das ist sehr schön. Klare Tiefsee. Und da ist der Steinewerfer. Fast zu langsam. Eine Blutsteinscherbe. So, schauen wir uns mal um. Da hinten war die Höhle, wo wir reingegangen sind. Da werde ich auch gleich wieder reingehen. Mehr Sachen sehe ich gerade tatsächlich nicht, die wir noch einsammeln können. Wir haben da hinten in der Höhle alles eingesammelt. Muss man nur noch mal auf die Rückseite, ne? Gab jetzt aber auch nichts Vernünftiges, wo man sagt, es lohnt sich. Na gut, hier die Rune. War einfach ein bisschen mutig gerade. Noch ein bisschen mehr mutig. Na warte, da ist wieder so ein Vieh mit einer Scherbe. Ja, die kommen genau zu mir, das finde ich super. Da haben wir nochmal zwei Scherben mehr. Ist das die Höhle, wo wir vorhin reingegangen sind? Bin mir gerade unsicher. Ne, wir sind durch eine andere gegangen. Genau, hier sind wir vorhin nicht lang. Wo sind wir hier jetzt? Bei der anderen Höhle. Okay, das war also auch nur nochmal Abkürzung. Wir hätten ja jetzt auch einfach unsere Abkürzung, die wir da ganz am Anfang freigeschaltet haben, wo wir die Steinplatte runtergeworfen haben. Da hätten wir jetzt auch nochmal lang gehen können. Okay. Hier bei dem Stück Sumpf waren wir da jetzt schon? Ja. Nee. Das ist nochmal ein anderes Stück Sumpf. Oh, da hinten ist noch was. Da hinten ist ein Item und keiner sagt Bescheid. Jo. Ach, bei dem Riesen. Der Riese hat was gedroppt. Eine Blutsteinscherbe. So, aber hier, ja, wie kommt man da wieder hoch? Ach komm. Schneid den anders an der Fischer. Nee, Güte. Oh, was ist denn hier los? Flügel? Nee, Pflanzen. Oh nein! Habe ich schon mal gesagt, oh nein? Nummer 120. Mist, die Kacke. Die komplette Ecke nochmal. Oh, warte. Die habe ich auch nicht gesehen. Mit Scherbe. Kann man hier nicht auch einfach runter? Nee, das sollten wir lassen. Das sollten wir lassen. Schade, wir waren so weit fortgeschritten. Na wohl, stimmt. Wir haben ja hier die Abkürzung. Müssen wir nicht alles nochmal machen. Mäßigungsblutedelstein. So, Frage ist nur, wo war das? Da hinten. Hier. Hier. Ach, du bist auch wieder da. Dann spring mal da nicht runter. Ja, was man nicht alles für eine Blutsteinscherbe macht. Ja. Vielleicht sogar sterben, wenn es schlecht läuft. Keine Items? Oh.
Sorry, sorry, sorry. Okay, wieder hoch, darüber. Und dann sind wir ja eben nicht da lang gegangen, sondern wären hier theoretisch durchgekommen bei den Steinwerfern und sind da in den Sumpf gesprungen. Genau. Machen wir hier die Beeren nochmal platt. Dass wir da von den Seiten mit Steinen beworfen werden. Die können auch sehr gut und sehr zielgenau werfen, ja. Also ich bin immer wieder fasziniert von den Jungs. Die haben echt Talent. Ja. Vor allen Dingen treffen die Steine. Wisst ihr, die sind schon lange am Felsen zermahlen. Und trotzdem knallen die nochmal nach. Oh, komm, Schnee. Oh, komm, Schnee. Du willst auch mit Steinen werfen? Hallöchen. Der lässt sich nicht stoppen. Oh, hatten wir da gerade ein Schwein. Warum hat mein Schwert den jetzt nicht gestoppt? Bei den anderen hat das Schwert immer Stoppwirkung gehabt. Im Angriff. Da gerade nicht. Oh. Da war ein Stein im Weg. Stein im Weg beim Hauen ist doof. Very, very doof. So, hier sind wir eben drunter, oder? Ja, gönnen wir mal einen vorher. So, langsames Gift. Kann ich mit umgehen. Solange wir unsere Leben im Blick halten. Dickes Goldblut. So, und da ist das Vieh, was Wahnsinn macht. Also die Kombi aus Wahnsinn und Gift, ja. Das ist eine Nummer, die möchte ich mir nicht öfters geben. Meine Fresse. Und das alles nur für das Botengeschenk. Das würde ich mir gerne mal angucken. Das ist was Wichtiges? Ich gehe davon aus, oder? Taucht zumindest nicht auf. Botengeschenk. Wo könnte das sein? Botengeschenk. Schwarzer Albtraumnebel verwandelt Benutzer in Boten. Ein seltsames Geschenk von den Boten. Bewohner des Traums, die die mutigen Jäger verehren. Benutzen, um von einem schwarzen, albtraumhaften Nebel umhüllt und in einen Boten verwandelt zu werden. Die Illusion ist ein simpler Trick. Starke Bewegungen beenden sie. Bewege dich langsam, um die Tarnung aufrecht zu erhalten. Schön. Toll, dass wir das gefunden haben. Dann können wir ja wieder gehen. Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder raus? Da gibt es noch ein Item. Ein dickes Goldblut. Ey, nicht verschwinden. Oh Mann. Ich sag, hier gibt es wirklich sehr viele von diesen verschwindenden Viechern, ne? Du, sonst haben wir hier alles, ja? Ich hoffe es. Da gibt es nochmal Kaltblut. Peaks. So, aber wie kommen wir aus der Suppe hier wieder raus? Hi. Die habe ich gar nicht gesehen. Langsame Vergiftung. Schon wieder. Warte, da ist wieder so ein Eingräber. Gegen Gift. Bleiigs. Hi. Ruhig her, ist okay. Wow, 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 wow.
Alter. Also wenn sie mal loslegen, dann auch ordentlich. Und da war gerade starkes Gift. Und noch mehr dickes Kaltblut. Ist hier einer? Nee. Das sah nur so aus. So, wo kommen wir jetzt hier in der Höhle an? Beziehungsweise, wo kommen wir jetzt hier raus? In dem anderen Stück Sumpf. Warum haben wir das vorhin nicht gesehen? Weil wir gerade eine Beobachtungsgabe haben wie ein Wellensittich. So, das ist dieses kurze Inselstück hier und dann kommt man da raus. Okay. Oh. Ich habe doch da auch gerade wieder eine Höhle gesehen. Da waren wir schon drinnen. Nein, da waren wir noch nicht drinnen. Rasendes Kaltblut. Gut, die hat sich auch nicht gelohnt. Da hinten waren wir drinnen. Genau. Da geht es nämlich wieder hoch. Okay, dann weiß ich jetzt wieder, wo wir sind. Da ist einfach mal so ein Kack-Wahnsinnsfieder in so einer kleinen Höhle. Die sind echt böse. Einfach nur, wenn man diesen Wahnsinn nicht abblocken kann. Stimmt, hier war auch noch einer drinne. Yay, schöner Sprung. Nicht schlecht. Blitzblut-Edelstein. Hier gibt es ja viele Edelsteine. Aber ich glaube, die sind denn alle nicht stark, oder? So, hier hat man ja schon aufgeräumt mit den Gegnern. Und sind ja vorhin einfach nur in den Sumpf gesprungen. Das wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Ach, das ist nur die Sonne, die sich da so reflektiert. Wir wollen... Irgendwo oben war noch so ein Stück Höhle. Oder Weg, besser gesagt. Ein Weg mit vielen Items, wo auch die Spinne runterhing. Wisst ihr das noch? Habt ihr das gesehen? Das müsste... Da, guck, da ist die Spinne. Und hier drüben sind die Items. Wenn man hier so ein bisschen... Nee, das sind Leuchtsteine. Das sind keine Items, das ist eine Falle. Von der da... Ah, und von hier kommt man an den ran. Hast du deinen eigenen kleinen Platz, ne? Schön. Okay. Item Nummer 1. Rechtsläufige Metamorphose. Okay, da will man nicht lang. Das heißt, hier unten kommt man nicht durch. Hier sind die Leuchtesteine. Hinweise hier entlang zum Arkanen. Spinne? Patches? War das Patches? So, jetzt sind wir doch hier in dem Gang. Da lang, da lang. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ein wenig Orientierungs... Nee, da lang. This way. Gut, dass wir hier gerade alles sauber gemacht haben. Ansonsten wäre die Ecke ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe mich für die falsche Richtung entschieden. Ja, habe ich. So. Ich bin mir unsicher. Nee, hier sind wir richtig. Hier kommen wir wieder raus. Hat
irgendwo ist noch ein Steinwerfer. Da oben. Oh. War knapp. Wo lang geht's jetzt zurück? Hier lang, oder? Nee, komme ich nicht drüber.